Willkommen zu meinem dritten Videoblog. Hier in der Küche sehe ich gerade Steve Gerda, wie er uns ein Barbecue vorbereitet. Es ist ganz ein besonderer Anlass. Steve hat nämlich letzten Sonntag mit dem Nino de Buissonnet in Vecher de la Frontera den Grand Prix gewinnen. Steve, sag uns ein paar Sätze zu dem grandiosen Sieg von letzter Woche. Ja, was kann ich sagen? Ich bin super zufrieden. Der Nino ist super gesprungen. Und ja, gib mir Vertrauen für das Weltcup-Finale. Und ich habe gemeint, ich lade mal meine besten Freunde ein und mein ganzes Team und wir schön einmal gemütlich feiern. Das ist natürlich super. Und der Steve, der schaut nicht nur zu, sondern der ist auch tatkräftig dabei. Da sehen wir das super Fleisch, das er für uns postet. Oder sozusagen gesponsert bekommen hat, Steve, oder? Ja, genau. Dann kam Christian hineichen, dann habe ich super Fleisch bekommen und hoffentlich schmeckt es auch. So ja, das glaube ich schon. Jetzt zeigen wir noch, wer sonst noch so alles da ist. Da unten sehen wir noch die ganze Truppe rund um den Steve Gerda, die auch alle zu seinem Erfolg beitragen haben. Moi, moi. Moi, moi. Die meisten von hier sind Finnen. Da seht ihr unseren Grill. Und die wunderschöne Anlage Rüttihof. So, jetzt ist es langsam Zeit zum Essen. Vielleicht gibt es nach dem Essen noch ein kleines Interview, um zu wissen, ob es auch wirklich geschmeckt hat. Der Steve ist immer noch fleissig in der Küche. Ich hoffe, er hat es aber langsam hinter sich, weil ich habe schon richtig Hunger. Also, wir sind jetzt fertig mit dem wunderbaren Barbecue, das der Steve für uns gemacht hat. Ja. Ich habe hier noch einen Gast bei mir, Ale Jufer. Ale, du bist furios in die Rasensaison gestartet, hast dann aber wegen einer Verletzung oder was ist genau passiert, müssen unterbrechen. Die Antwort war schon. Ja, leider eine Thrombose und eine Lungenembolie bekommen. Und jetzt ist alles wieder gut? Ja, ist alles wieder. Ja. Nicht alles gut, ich habe einfach nicht reiten, 3 Monate lang. 3 Monate? Ja. Und wann sehen wir alle Jufer zurück am Konkur? Direkt in St. Gallen. Okay, merci vielmals alle Jufer. Also, das wär's mit meinem dritten Videoblog. Und noch einmal einen Einblick in die wunderschöne Atmosphäre, die wir hier haben. Ich hoffe, es gefällt euch und vielleicht sind wir das nächste Mal ja dabei. Tschüss zusammen.